Das Sekretariat hat deinen Namen versehentlich falsch auf die Liste übertragen. Es tut mir außerordentlich leid, dass du die Nacht bei Bruno verbringen musstest. Wir sind gut miteinander klargekommen. Ach ja? Frau Bräuning wird dir dann nachher dein neues Zimmer zeigen, ja? Das hier ist dein Klassenraum. Können wir nicht vernünftig miteinander reden? Kommt drauf an, worüber? Vom Aktmodell bis zur Gosse ist der Weg nicht weit. Danke für diese erhellenden Worte. Versteht doch, wir machen uns nur Sorgen um euch. Das ist ja super lieb, aber leider völlig überflüssig. Heute Nachmittag machen wir Doppelporträts. Freiwillig? Nackt. Ihr habt es vielleicht nicht verdient, aber wir bringen euch schon zur Vernunft. Kleiner Tipp, die Steiner mag es nicht gerade, wenn man in ihren Bioraum einsteigt und die Sachen angrapscht. Ich wollte nur mal kurz gucken, was hier so rumsteht. Die besten Imitate stehen eh woanders, in der Vitrine, also lass gut sein. Hey, warte! Warte! Du wolltest doch noch mehr über Spuren lesen wissen. Ich muss aber noch ein bisschen trainieren. Dieses Zeichen solltest du dir aber unbedingt angucken. Und wieso? Es ist von den Tuya Zaliti. Tuya was? Das ist so eine Art Yeti der Anden. Man sagt, er lebt dort schon seit der Vorsteinzeit. Echt? Entschuldige, Bruno, dass ich mir einen Scherz mit dir erlaubt habe. Freunde? Aber nur, wenn du mich nicht nochmal veräppelst. Abgemacht. So, das ist jetzt das letzte Mal, dass du dich reinschmuggeln musst. Ich versuche, so viel Beweismaterial wie möglich zu sammeln. Pass auf, dass dich Coco und ML nicht dabei erwischen. Okay. Es geht um die Ehre deiner Freundin. Aber pass auf dich auf, okay? Jetzt haben wir das Schwein. Ja, wunderbar. Toll. Ich glaube, das war's für heute. Und? Das muss dieser Chris sein. Es ging ja fix. Hast du was für uns? Fehlanzeige. Die haben mich gar nicht erst vorgelassen. Chris will heute nur noch Jungs knipsen. Auch das noch. Hast du Coco und der Mel gesehen? Wahrscheinlich arbeiten die noch an den Doppelporträts. Wieso guckst du nur so? Kapiert ihr nicht? Das ist die Chance. Männliche Models sind Mangelware. Also, du meinst also, wir sollen uns beide ausziehen, ja? Niemals. Wie schwer bist du? 70, 75 Kilo. Oh. Ja, ein bisschen viel. Konfektionsgröße. Dazu willst du nur die wissen, wenn ich mich sowieso ausziehen muss. Die Infos sind für deine Setcard. Was ist das für ein Glimmerzeug? Bisschen Pflege. Wenn du dich nicht mehr um deine Hände kümmerst, wird das nichts mit einer Modelkarriere. Ich denke, es geht mehr so um meinen Körper. Deine Fötchen sind bestimmt nur auf dem Close-Up drauf, Süßer. So, husch, husch und runter mit den Klamotten. Hast du dein Handy parat? Sobald es losgeht, filme ich alles und dann rufst du die Polizei. Ist ja auch so kalt. Wo wohl Coco und ML stecken, hä? Hoffentlich sind die schon weg. Na gut, toi, 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 Alter. Hey, rück weg! Und bitte! Die ganze Zeit mit denen unter einer Decke gesteckt, Schwesterchen. Natürlich. Wir wollen euch doch nur beschützen. Oh, vor wem denn? Also Chris ist ein seriöser Modefotograf. Mit den Fotos bewerbe ich mich. Oh. Und Jungs, sieht das aus wie Schmuddelfotos. Aber Naivchen Coco kann sich ja so glücklich schätzen, zwei so starke Jungs um sich zu haben, die sie beschützen. Hm? Ja, genau. Und wenn das mit der Modekarriere nichts wird,
Diese Raritäten verkaufen. Da! Tada! Warum das zum Leben reicht? Also ich muss dir sagen, dass wir schon ziemlich gut aussehen. Ja. Also wir kochen jetzt schon ganz schön was her, oder? Keine Sorgen.